Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online. Hier aus Elsweyr begrüßen euch wieder Fluffy und Vilendra. Und wir haben ja... Halt, Lunke! Wagt es nicht, diesen Fuß an meinem Knöchel anzubringen? Ja. Das ist Tartwells bisher längster Anfall. Ja, Moment, vielleicht kann ich... Mal hier raus hier. Wir stehen sie im Weg. Sprecht mit Tartwell. Visionen und zerteilte Körper. Ich hasse Nekromantie. Fünf Kralle. Cadwell vertraut euch. Sprecht ihr mit ihm? Genau, wir sollen nicht mit Cadwell sprechen. Wer ist da? Gebt laut! Ich will diesen Tunichtguten eine wertvolle Lektion erteilen. Und ja, ich habe vor, dass ihr auch wehtut. Cadwell, ich bin's. Was ist hier los? Ah, wunderbar. Ich könnte einen edlen Knappen in der kommenden Schlacht brauchen. Eine Schlacht der Köpfe? Auf jeden Fall hat Sumok Foam alle zerstückelten Teile des Verräterkörpers gesammelt. Ich darf nicht zulassen, dass der Nekromant ihn, mich, wieder zusammensetzt. Cadwell, was seht ihr? Wo ist Sumok Foam? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall eine finstere, bedrohliche Kaverne. Genau die Art von Ort, an der Nekromanten sich gern herumtreiben. Oh, aber hallo. Aufhören. Entschuldigt, edler Knappe, aber ich muss mir mal eben selbst gegen den Kopf treten. Cadwell, wartet. Ich ziehe aus, um diese garstigen Bösewichte aufzuhalten. Was? Könnt ihr feststellen, wohin Cadwell verschwunden ist? Von all den törichten, unklugen und gänzlich idiotischen Dingen, die Cadwell je getan hat, mag dies das Schlimmste sein. Er hält sich für einen Helden, aber er gibt Sumok Foam genau das, was er braucht. Was meint ihr damit? Warum braucht Sumok Foam Cadwell? Ich bin kein Fachmann in Nekromantie, aber es ist offenkundig, dass unser Cadwell das letzte Teil ist, das Sumok Foam noch braucht, um den Verräter wieder instand zu setzen. Er hat alle Teile von Cadwells zerstückeltem Körper. Und nun hat ihm Cadwell auch noch die letzte Komponente geliefert. Seine Essenz. Cadwells Essenz? Ihr meint seine Seele? Hat ein Seelenberaubter noch eine Restseele? Ich habe keine Ahnung, wie die Geisteslehren aus dem Reich des Vergessens sich derlei Dinge erklären. Doch in dem Cadwell, den wir kennen, muss noch irgendein Körnchen des ursprünglichen Cadwells stecken. Es liegt sehr nahe, dass der Nekromant dieses Körnchen ebenfalls braucht. Wie helfen wir Cadwell? Wir wissen ja nicht einmal, wo er hin ist. Es ist mir gelungen, Cadwells Portal per Hellsicht auszuspähen, ehe es sich verflüchtigte. Es ist mit einer uralten Krypta in der Narbe verbunden, unweit von Stiche. Macht euch umgehend dorthin auf, der Rest von uns wird seine Vorbereitungen treffen und sich euch schnellstmöglich anschließen. Okay, ich finde Sumok Foams Unterstupf in der Narbe und treffe euch dort. In der Narbe waren wir auch schon mal, ne? Das sagt mir auch irgendwie was. Gibt's noch was zu looten? Mhm. Ja. Einmal durchlaufen hier. Es leer saugen, Staubsauger rausholen. Nee, Bücherregal brauche ich nicht. Holger Grobe. Ich habe 4 Skizzen gekriegt. Wow, eine. Hab ich auch schon froh drüber. Verschämtes Lootglück. Was für ein Ding? Lootglück. Was ist denn das? Ja, so tolle Sachen kriegst. Ach so. Ich will den Seelenstein haben. Toll. Ja, den wollte ich auch haben, aber nee. Der will nicht. Ich will auch nicht mit der Axt reinschlagen. Ich glaube, das könnten die einen übel nehmen. Das macht man nicht. Und noch eins. Dietriche. Aber hier ist ein Schmuckkästchen. Da ist Adamant drin. Ja, das war's. Hinter noch irgendwas? Nee. Hab ich noch nicht. Und hab ich noch nicht. Ja, weiß ich, wer mir die Möbel baut. Das ist doch mal gut. So,
Ich würde sagen, machen wir uns auf den Weg zur Narbe, ne? Kann ein Bücherregal jetzt bauen. Wow. Cool. Und Teppich. Knüpfen. Ja, was sagst du beim Pferd? Das ist ja winzig gegen mich. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist aber ziemlich klein. Ja, ja, du bist ja auch klein. Und es war umsonst so. Das heißt, ist auch kostenlos, nicht umsonst. Siehst du, muss man es ja noch aufhüpfen. Stimmt, genau, muss man ja auch mal ein bisschen was rein investieren. Stell mal vor, ich hätte jetzt so ein kleines Pferdchen da. Also, ja, ist ein Pony. Wo ich fast einen Kopf größer bin als du. Ein Magenta-Pferd. Mhm. Sponsor bei Telekom. Mhm. Nee, eigentlich sponsert bei Amazon. Ja, das ist ja auch eher die Twitch-Farbe. Ja. Diese Treppe. In Ausdauer investieren. Jo. Wie weit ist denn das eigentlich? Ich glaube, wir sollten den Weg schreien nehmen. Es geht ein bisschen schneller. Da müssen wir hin. Zack. Ist nach Stiche gegangen, oder was? Ist das Stiche, der Wegschrein von Stiche? Ja, genau. Ich komme. Da bin ich. Ja. Mal gucken, wo die Narbe ist. Scheint, wir sind einfach wieder nach unten. Denke ich. Ja. Platz da! Ja. Geht hier nicht irgendwie runter? Ey, ich dachte, ich könnte hier rüber. Und das. Ich mag das nicht. Ins Genick zu schießen. Oh, höher. Toll. Ich kriege hier gerade angezeigt höher. Okay. So weit sah das gar nicht aus. Weit weg. Ach, hier kann ich hoch. Das ist ganz woanders lang. Dachte ich zumindest, dass es hier hoch geht. Ich bin schon da. Okay. Geschlossen. Ah. Ja, ich bin auch da. Ich habe nur einen Umweg genommen. Jo, quatsch mal bei ihm. Das Reisen hat mir früher nie so viel ausgemacht. Ach ja. Da ihr nun hier seid, können wir mit der Untersuchung der Krypta beginnen. Wo sind Samarak und Präfekt Carlo? Ich dachte, wir würden sie hier treffen. Der Adept und der Präfekt haben sich freiwillig gemeldet, um den Weg auszuspähen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Das heißt, es liegt jetzt bei uns. Wir müssen Sumok Fom davon abhalten, Katwell, den Verräter, wiederzubeleben. Ihr glaubt, Sumok und Carlo ist etwas zugestoßen? Etwas hat sie an der Rückkehr gehindert. Ich kann nur vermuten, dass die Nekromanten oder ihre Untoten sie erwischt haben. Wo man sie aufgehalten hat, müssen wir durchhalten. Ansonsten kommen Sumok Fom und die Drachen der Erfüllung ihrer Pläne einen Schritt näher. Ja, aber wir dürfen Samarak und Carlo nicht aufgeben. Seid kein Narr. Unser oberstes Ziel ist es, Sumok Fom aufzuhalten und ihn daran zu hindern, den Drachen zu helfen. Im Anschluss können wir uns um alles andere sorgen. Wenn wir denn überleben, natürlich. Okay, dann mal los. Grabstätte des Missgeschicks.
Oh, das klingt sehr vertrauenserweckend. Aber sowas von. Da gehöre ich hin. Missgeschick kann ich. Eher nicht. So. Gut. Cadwell, was ist euch zugestoßen? Ja, renn hier nicht erstmal los. Ich will hier erstmal looten. Diese Hetzerei. Ja, ehrlich. Ich habe eine Urne gesehen. Da. Toll. Rezept kenne ich schon. Karn, alter Kamerad. Sie haben sie mir entrissen. Oh, eine. Jetzt habe ich meine Blaupause. Ich glaube, das habe ich sowas von vermasselt, alter Freund. Cadwell, erzähl, was geschehen ist. Ich öffnete ein Portal. Damit sollte der elendige Sumokfom sein Ende finden. Doch er übertrumpfte mich. Der Nekromant stahl meine Essenz und verteilte sie auf verschiedene Ritualstätten in seinem ganzen Versteck. Jetzt bin ich schwach. Und mein alter Körper wird wiederhergestellt. Was ist mit Samarakt und Präfekt Carlo? Habt ihr sie gesehen? Die große Katze und den Kaiserlichen? Sie kamen kurz nach mir an, aber ihnen erging es nicht besser. Ich bin mir nicht sicher, was Sumokfom ihnen angetan hat. Ich habe nur hier gestanden und versucht, meine Kraft zurückzugewinnen, um es nochmal zu versuchen. Vielleicht können wir eure gestohlene Energie zurückgewinnen. Auf jeden Fall müssen wir Sumokfom aufhalten. Mich wieder aufladen? Eine grandiose Idee. Und ich stimme zu. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Verräter sich den Drachen anschließt. Das erinnert mich daran, wie... Nein, ich kann nicht klar denken. Zu schwach. Ich stehe euch bei, solange ich kann. Ich würde mich aber natürlich lieber mal hinlegen. Ja, dann mach das. Und ich denke mal, wir müssen hier irgendwie da durch die Tür. So, weiter geht's. Ihr habt uns dem Tod überlassen, Carlo. Unser Blut klebt an euren Händen. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir die mal eben platt, ne? Nein! Ich werde nicht erlauben, dass ihr euch in das Ritual einmischt! Ich werde euch euer Fleisch von den Knochen ziehen! Die leuchtende Wolke, sie hält das Ritual zusammen. Finden wir den Rest so. Von mir und setzen wir alles richtig zusammen. Erstmal gucken, gibt's hier Loot? Genau. Sieht nicht so aus, ne? Nee, so. Ah, hier in der Ecke sind ein paar Uhren. Wo denn? Jo, ich stehe. Auf der anderen Seite des Raums. Na. Da hinten noch irgendwas? Nee. Okay. Was cool. Geht. Nee. Hinter da nicht ausgelöst. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei mir heute irgendwie nicht so richtig was hinhaut. Wie gesagt, ich kann keine gestohlenen Sachen aufnehmen. Dem im Kampf haben irgendwelche Fähigkeiten nicht funktioniert. Ihr wart nie stark genug, Samarak. Ich starb, weil ein Gebet ihr an die Monde wird euch nicht retten, Katze. Ah, jetzt geht's. Ein Engel, noch mehr Futter für das. So, da liegt sie. Samarak, geht doch. Erneut. Komm zurück, kleine Energie. Ich habe dich vermisst.
Okay, gibt's hier jetzt was Schickes? Ja, überhaupt nichts zu looten, ne? Nicht ein Teil. Na, dann mal weitergehen hier. So, Urnen. Toll. Leere-Urnen meinst du? Ja, oder Lederarmschienen und Dietriche. Das war schon mal ergiebiger. Knauserige Urnen. Ihr seid ein seniler alter Narr, Halbbruder. Wie konntet ihr so unvorsichtig sein? Die Drachen sind euer Fehler. Naja, gibt's wenigstens ein paar Handwerkermaterialien. Interessant. Eure Vergangenheit wird euch vernichten, Abnotar. Diese verdammte Wolke! Ja, mach ich schon dabei. Oh, das hat aber gesessen. Das ist immer so ja, ehrlich. Dass ich einmal ein Hochkanzler war. Nein, wartet, das ist Abnurs Text. Oh, ein Handwerkerstil. Die Wilden? Die brauchst glaube ich auch ein gewisses Level, ne? Ich glaube auch. Handwerkerstil, natürliches Wasser, juhu! Ich freue mich, ich habe mich zumindest waschen. Entschuldigung. Ja, kurz will nichts für. Das Spiel mag mich nicht, der Rechner hat was gegen mich, so. Ich nehme das langsam persönlich. Nee, alles gut. Alles gut. Es gibt manche Tage da so rum und andere Tage dann. Hast schon oft genug gehabt. Mhm. Wie viel müssen wir eigentlich noch zerlegen, ne? Ich weiß nicht, wie groß das Level ist. Ich hab keine Ahnung, ich hab nicht geguckt. Ich auch nicht. Ein Eintopf. Ich hoffe, das sind Linsen. Auch nix. Schöner Erbseneintopf ist aber auch gut. Ja, ja, Eintöpfe allgemein. Auch eine schöne Kartoffelsuppe oder so. Jetzt, wo es langsam auf den Winter zugeht. Auf damit! Erzähl nicht sowas! Also ganz ehrlich, so warm wie das die letzten Wochen war, ich bin froh, wenn es das jetzt gerade ein bisschen kühler ist. Ja, das sagst du jetzt. Das sage ich jetzt, ja genau, das sage ich jetzt. So. 5 Kralle. Diese hatte nicht viel Zeit. Ja, sprich. Naladu sollte nicht hier sein. Diese sollte durch die Sande jenseits der Sterne streifen und bereit für den nächsten Sprung sein, anstatt durch dieses stinkende Grabmal zu streifen. Warum seid ihr hier, Naladu? Sumok Fum hat Naladu zurückgeholt. Er wollte sie bei seinem elenden Ritual einsetzen, aber tot oder nicht, Naladu ist noch immer eine Soldatin. Seine Anhänger hatten nie eine Chance. Diese spürte etwas. Sie entschied sich hier noch ein bisschen länger zu warten. Das Ritual hat Ketwels Energie genutzt. Was ist geschehen? Naladu dachte schon, dass die Energiewolke sie an den seltsamen Ritter erinnert, der sich mit Kochgeschirr schmückt. Diese denkt, dass sie einen Teil der Energie in sich aufgenommen hat, als sie den Nekromanten tötete und diesen Teil des Rituals störte. Könnt ihr die Energie an Catwell zurückgeben, Naladu? Sie zurückgeben? Vielleicht. Aber das wird diese Geisterform sicher zerfetzen. Sei's drum.
Nalado gehört nicht mehr in dieses Reich. Richtet Königin Kamira und Gareshri aus, dass Nalado ihnen lebwohl sagt. Ja, dann ruht in Frieden, Nalado. So. Nee, Fackelkäfer will ich nicht. Ich will doch hier mal. Gescheites finden. Sternenmetall, okay. Oh, ein Rezept. Für Melonensalat mit Rettich. Boah. Das kannst du auch alleine essen, du. Ja, was. Erhöht eure maximale Magika und Ausdauer eine Stunde lang um 4500. Nun ja. Wahrscheinlich, weil du so trainiert bist, weil du aufs Klo rennen musst. Kein schöner Gedanke. Nein, kein wirklich schöner Gedanke. Es gibt so ein paar Geschmackskombinationen, wo... Fischinfusion, aber das Rezept kenne ich schon. Das ist auch nicht gerade besser. Nee, irgendwie... muss man den Doktor... Ich glaube, ich muss jetzt tun. Achso. Ich dachte erst, ich müsste mit Catwell noch reden, aber. Der läuft mir nur hinterher. Scheiße, die Synchronstimme verändert haben. Wir meinen wirklich, mich aufhalten zu können. Weder hier noch diese umherstolpernde Leiche habt eine Chance. Leiche? Von wegen. Nur damit ihr es wisst. Ich bin mütterlicher Salz gerade mal für einen vierten Kadaver. Lasst die Essenz des Todes! In der gleichen Möglichkeit kann es keinen frei von euch leben. Da leg dich doch einfach mal dahin und halt die Klappe. Jetzt fall doch endlich mal um. So. Was? Was ist denn hier los? Hallo? Oh, Tach. Guck mal einer. Okay, komm her! Oh. Als ob ich. Schaut Kettel den Verräter, den würde ich gerne. Oh, was für eine sagenhafte Show! Um den Ort wollte ich mich nach Abschluss meiner Wiederbelebung natürlich persönlich kümmern. Da ich wieder heil bin, gilt es für mich, ein Schicksal zu erfüllen. Also dann! Okay. Ja. Catwell ist wieder der Alte? Ich habe immer gehört, dass Eigenschau schwierig ist. Aber mich selbst zu treffen, niemand stellt gerne fest, dass er ein Fettgegröße war. Versucht es mir nicht vorzuwerfen. Er und ich, wir sind zwei Seiten einer verbogenen Medaille. Catwell, was stimmt mit euch nicht? Ich glaube nicht, dass die Welt mehr als einen Catwell gleichzeitig ertragen kann. Meine Essenz, ich spüre, wie sie verrinnt. Seltsam. Mit dem Ende kommt auch Klarheit. Ihr werdet versuchen, ihn für mich aufzuhalten. Oder nicht? Ihn aufhalten? Was für Pläne hatte Verräter? Zu Ende bringen, was ich vor sehr, sehr langer Zeit begann. Ich erinnere mich, wie wir die Drachen aufgehalten haben. Kunsari und ich. Wir überlisteten Karl Grontid, indem wir seinen Ehrgeiz gegen ihn wendeten. Wir überzeugten ihn, einen Teil seiner Macht in Jodes Kern zu legen. Wie hat das den Drachen aufgehalten? Karl Grontid befahl seinen Brüdern, es ihm nachzutun. Sobald sie geschwächt waren, konnten wir sie in den Kolosshallen einsperren. Dann hat der Verräter,
Dann habe ich Kunsari getötet. So verdiente ich mir diesen Namen. Ich wollte die Macht stehlen, aber Anakinas Adepten... Catwell, bleib bei mir. Ich bin immer noch hier. Kamira, sie sieht genau wie Anakina aus. So schön. Anakina hat einen Schlüssel für mich. Ihr werdet mich, ihn, wohl wieder in Stücke hauen müssen. Sagt Kamira, sie hat den Schlüssel und passt auf den kleinen Bär. Ist ein guter Schlüssel. Okay. Gibt es da bestimmt noch was zum Durchsuchen? Na toll. Leer ohne. Ja, die könnten auch leer sein. Das würde jetzt keinen Unterschied machen. Ich mal irgendwas Schickes hier, irgendwie eine Kiste in der Ecke oder so. Nix. Ist auch frei. Keine Uhren, keine Kisten. Ja, Uhren stehen hier. Da hinten noch welche. Gut, dass Dietrich hier nichts wiegen, ey. Ich könnte mich ansonsten nicht mehr bewegen. Ja, doch, 100 Mammaten, ne? Ja. Wenn ich mal so viele Kisten finden würde. So. Dann würde ich sagen... Ging ja schnell. Ja, ich sag mal hallo den Neuen. Kann ich vorbeischauen? So. Wir geben uns hier gerade Mühe, in der Hauptstory weiterzukommen. Gehen wir mal zu Kamira, wa? Genau, genau. Der Thronsaal von Krempner. Anakina war eine Mondpriesterin. Könnte das der Schlüssel zum Drachenhorn sein? Der gleiche Gedanke kam mir auch, Königin Kamira. Wartet, hier kommen Taren und die anderen. Fünfkralle, sprecht mit mir. Ja, hallo. Ich freue mich, euch und die anderen zu sehen, Fünfkralle. Und ich möchte erfahren, was geschehen ist. Halt! Wo ist Catwell? Catwell ist dahin geschwunden. Wir haben Sumakfon aufgehalten, aber nicht bevor er den Verräter wiederbeleben konnte. Harr, das ist kein gutes Zeichen. Der Verräter von Kunsari war ein großer Held, der zu einem schrecklichen Bösewicht wurde. Es brauchte sämtliche verbleibenden Champions und die Mondpriester von Anakina, um ihn aufzuhalten. Doch wie hilft die Rückkehr des Verräters den Drachen? Catwell begann sich zu erinnern. Er meinte, der Verräter sucht einen besonderen Ort, um Jodes Kern zu finden. Ein besonderer Ort? Das gibt uns nicht viele Anhaltspunkte, Fünfkralle. Hat Catwell noch etwas darüber erzählt, bevor er verschwand? Er sprach über Anakina und die Gefangennahme der Drachen. Er sagte, dass ihr den Schlüssel dazu habt. Die uralten Legenden. Ich habe sie studiert. Sie erwähnen Jodes Kern, eine Art Schatzkammer. Kunsari überlistete die Dämonen, indem er ihre Macht dort einlagerte. Aber jetzt wissen wir, dass die Dämonen Drachen waren. Eine Metapher, ja? Was den Schlüssel angeht... Ja, wisst ihr, wovon Catwell gesprochen hat? Wir treffen uns alle im Studierzimmer. Ich habe euch etwas zu zeigen. Okay. Ja, dann, auf ins Studierzimmer. Auf ins Studierzimmer. Jetzt hier noch den Beistelltisch, um sie noch durchsuchen. Das sollte man immer tun. Warum macht denn hier ein Salto? Das war ich auch nicht. Catwell sprach von Anakina, einer von Kunsaris Champions, und von einem Schlüssel. Ich glaube, das ist mein Anhänger. Samarak erinnert sich. Eure Mutter trug ihn vor euch.
Ist er mehr als ein Andenken, an dem euer Herz hängt? Er verbirgt mich vor magischer Entdeckung. Mutter nahm einen Anhänger in die Hand und flüsterte, als Kunsari lächelte, bat Anekina die Monde, sich für ihn zu bewegen. Die Ruinen des Schattentanztempels? Ist dort der Verräter hin? Als kleines Kätzchen merkte ich, dass der Anhänger und diese alte Karte miteinander verbunden sind. Okay. Ich habe die Geschichten von Kunsari von meiner Mutter gehört. Erwähnte ich, dass sie eine Mondsängerin war, bevor sie meinen Vater heiratete? Sie sagte, der Anhänger gehörte einst Anekina. Ich bin mit Anekina verwandt. Laut den Mondpriestern sogar eine direkte Nachfahrin. Der Ort auf der Karte verzeichnet ist, was ist da? Eine uralte Ruine. Man nennt sie auch den Schattentanztempel. Aber er ist nicht mehr als ein paar umgestürzte Steine. Trotzdem deutete Cadwell an, dass der Anhänger der Schlüssel wäre, um den Verräter zu finden. Was für Spuren haben wir sonst? Ihr meint, eure Mutter sagte, dass die Anekina die Monde für Kunsari bewegen konnte? Ja, in Kunsaris Geschichte. Er überlistete die Dämonen, damit sie ihm ihre Macht gaben. Dann bewegte Anekina die Monde, damit er die Macht in Diodes Kern sicher verwahren konnte. Natürlich wissen wir jetzt, dass die Dämonen aus der Geschichte eigentlich Drachen waren. Könnte es sein, dass Cadwell davon sprach? Erzählt mir den Rest der Geschichte. Dank ihres geschwächten Zustands konnte Kunsari die Drachen überlisten und in den Kolosshallen einsperren. Doch einer seiner Gefährten verriet ihn. Er stach ihn von hinten nieder und ging. An den Ort des dunklen Tanzes, um die Dämonenmacht zu stehlen. Das klingt nach den Schattentanzwirren. Ich schätze, wir müssen diesen Ort untersuchen. Ich glaube, ihr habt recht, Fünfkralle. Der Verräter will wohl zu Ende bringen, was er in uralten Zeiten begann. Doch die Drachen wollen diese Macht auch. Arbeiten sie zusammen? So oder so müssen wir die Tempelruinen erreichen. Wo sind die Schattentanzruinen? Wie wir auf der Karte gesehen haben, liegen die Ruinen im Vorgebirge östlich der Narbe zwischen Orkru und der Stadt Hakoshe. Wir werden euch dort treffen. Okay. So, liebe Leute, ich würde sagen, wie das weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Hier im Stream machen wir natürlich noch ein bisschen weiter. Aber wir sehen uns dann bei der Schattentanzruine. Und sag erstmal bis dahin, ciao!